Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Grave Keeper. Im letzten Part haben wir sehr viel gebaut. Die Kirche hatten wir, glaube ich, im vorletzten Part noch gebaut. Nee. Wir brauchen Dünger. Sehr, sehr viel Dünger. Nicht 12 für den Weinberg und 12 für das für die normale Farm. Heißt, wir werden 30 hiervon brauchen. Dafür brauchen wir einen Wachstumsbeschleuniger. Okay. Das ist blöd. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie man Beschleunigungspulver herstellt. Geschweige denn, wie man Beschleunigungslösung herstellt. Heißt, wir werden wir werden jetzt mal noch nicht hier die Farm ausbauen, sondern erstmal ein paar Nägel machen. Verdammt, Debuff. Eliminiere ich sehr viel Energie einfach so. Und alle Arbeitsschritte kosten mehr Energie. Brauchen wir dafür eine Kiste? Ich glaube schon. So. Wie gesagt, wir werden jetzt ein paar Sachen machen, die eigentlich irrelevant sind. Wie zum Beispiel mal schauen, was es jetzt mit der Taverne auf sich hat, da wir ja das Bier gebraut haben. Ganz blöde Frage. Nee, Jurik, stell Bier her. Auf die Palette im Tavernenkeller. Okay. Einfach nur Bier hinstellen. Habe ich dabei. 20 für einen guten Wein haben wir noch. So. Bier auf die Palette. Und dann sollte die Taverne mal laufen. Da ich nicht glaube, dass mit Palette eigentlich diese Schrankgestell gemeint ist, das wir gebaut haben. Naja, ist gemeint gewesen. Mal schauen, was sagt er jetzt. Wegen dem Bier auf den Paletten. Ich habe das Bier auf die Paletten gestellt. Gut gemacht. Hast du noch irgendwelche Fragen? Was ist die Leistung mit den Sternen neben dir? Was ist die Leistung mit den Sternen neben dir? Das ist unsere Rufleiste. Sie füllt sich mit jedem Tropfen Alkohol, den du verkaufst. Weiter. Wenn du die Leiste komplett füllst, erhältst du den Rufstern. Ein Rufstern? Was soll das denn bitte sein? Ganz einfach, wir brauchen Rufstern, um Events in der Taverne zu veranstalten. Warum sollten wir Events veranstalten wollen? Weil das Spaß macht. Events sind am besten geeignet, Leute zu unterhalten und Geld zu verdienen. Ein gutes Event bringt mehr Geld rein als ein paar Wochen ohne Events. Außerdem kannst du viel Essen und Alkohol bei einem Event verkaufen.
Erzähl mir mehr über Essen. Das Essen muss zum Event passen. Du kannst natürlich auch unpassendes Essen verkaufen, aber es darf nicht zu teuer sein und sogar dann kaufen die Leute nicht viel davon. Also, wie kann ich ein Event starten? Es ist einfach. Du brauchst Rufsterne, Werbeflugblätter und ein bisschen Vertrauen in deine Fähigkeiten. Danke, Erik. Bis später. Erzähl mir mehr vom Alkohol. Zeig mir dein Zeug. Haben wir hier in der Kasse kein Geld. Ich glaube, wir brauchen einen Tisch, damit wir wirklich Alkohol verkaufen können. Also brauchen wir Nägel und Holzplanken. So, haben wir hier. Ja, wir haben hier noch ein bisschen Wein. Inquisitor. Müssen wir eigentlich wegen den Romo-Baronen was fragen? Wenn ich es noch ganz im Kopf habe. Beziehungsweise. Steht leider nicht dabei bei den Romo-Baron. Und auch nicht beim Inquisitor. Naja. Wird schon irgendwie funktionieren. Wie gesagt, wir brauchen jetzt mehr Holz und mehr Nägel. Jetzt einmal Nägel und ein bisschen Holz. Das wird wieder ein bisschen länger dauern. Und unsere Zombies arbeiten in der Zwischenzeit fleißig weiter. So, wir haben gesehen beim letzten Mal 21, jetzt sind schon 35. Und 3 Eisen. Beziehungsweise 15 Eisen. Ja, wie gesagt, es läuft, wie es gerade läuft. Wenn wir jetzt einfach nur die nächsten paar Wochen Glauben sparen, dann können wir uns sogar noch mehr Zombies holen. Und unsere Automatisierung fängt langsam an, Spaß zu machen. So, einmal hier hoch. Na, verdammt. Ziemlich Holz hergestellt. Blöd, dass ich das hier nicht bauen kann. Aber naja. Soll mich hier gerade nicht stören. Beziehungsweise stört mich schon, weil ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen muss. So, was können wir sonst noch machen? Wir können theoretisch, praktisch, keine Ahnung, was machen. Irgendwie dadurch, dass der letzte Part ein bisschen länger war, habe ich es vergessen. Genauso wie ich jetzt schon wieder vergessen habe, was ich eigentlich wollte. So, einen Tisch. Für die Gäste in meiner Taverne. Dann brauchen wir noch mehr Hopfen.
und mehr Getreide. Und eigentlich, wie gesagt, die Beschleunigungslösung oder das Beschleunigungspulver. Da ich allerdings gerade nicht weiß, wie man Beschleunigungslösung macht oder das Pulver, können wir da nicht weiterarbeiten dran. Inquisitor, stimmt ja, müssen wir auch noch hin. So, Qualität mal steigern von der Taverne. Zeig mal das Zeug. Ein Ruhwens, so viel Leistung dran, Tropfenalkohol verkaufst, Rufstein, Rufstein im Mint. Naja, das kennen wir, das habe ich gerade. Dass der Text immer so lange geht. Auf den Paletten gelagert. Wir kaufen rund um die Uhr Alkohol. Wir müssen sicherstellen, dass er uns nicht ausgeht. Wir können sich, konnten kaufen Alkohol und haben Spaß. Also wir haben gute Tavernen. Je höher Qualität, umso mehr Konten hast du. Und je mehr Konten, umso mehr Geld. Okay. Klingt logisch. Wie gesagt. Alles ein bisschen beobachten und schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und ich glaube, das mit den Paletten ist einfach nur falsch übersetzt. Eigentlich meinen die Schränke. Und ja, ich weiß, ich hätte jetzt einfach zu meiner Bude gehen können und da dann hoch zum Inquisitor, aber ich wollte jetzt einfach mal den langen Weg hier nehmen. So, noch müsste er hier sein. Der wollte ja auch noch, dass wir unseren Stand hier aufstellen. Inquisitor. Okay. Ja, da haben wir es. Was brauchen wir hierfür? 20 Nägel, 5 Hanfseil. Okay, 5 Hanfseil werden wir einfach kaufen. Da ich, glaube ich, keine Kerzen benötige. Holzplanken können wir herstellen. Also eigentlich gar keine Aufgabe so richtig. Wir müssten das nur irgendwann bauen. So. Dann gehen wir jetzt rüber zu. Wie hieß er nochmal? Digo. Holen uns das Hanfseil gleich mal. Dann müsste er ein paar Waren übrig haben. Wir hätten auch beim Müller vorbeischauen können, um mehr Hopfen. Allerdings multiplizieren wir unseren Hopfen hier gerade. Zumindest jetzt noch. Zwar nicht um viel, allerdings um ein bisschen was. So. Handeln. Hanfseil 5-mal. Perfekt. Mehr brauchen wir da nicht. Okay. 5 Hanfseil, 20 Nägel und 16 Holzplanken. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. So, diesmal nehmen wir den kürzeren Weg im Keller. Wie gesagt, eigentlich meinte ich bei der letzten Aufnahme oder so, den Raum hier, beziehungsweise den Durchgang gab es also wenn man die DLCs damals nicht hatte, gab es nicht, beziehungsweise ich glaube, der ist erst dazu gekommen, wie wir Strange of Sins dabei hatte. Irgendwann.
wurde der Raum hier bzw. der Durchgang dazu gepatcht. Nägel. Nägel werden teuer. Drei Eisen. Weiß ich nicht, ob ich es so toll finde. Nein, hier brauche ich nichts. Und 16. Da brauchen wir sehr viele Bäume. Beinahe keine Energie mehr gehabt. Eisen können wir eh wieder herstellen. Ist ja nicht das Problem. Naja, so. Ein Stamm. Zwei Stämme. Und der dritte. So, brauchen wir das sehr viel Ausdauer. Und dann machen wir die Planken hier. Ich habe jetzt zwar schon drei, aber vielleicht habe ich mich auch verzählt um ein bisschen was. Dem her lasse ich es jetzt einfach so. Wir sind jetzt auf jeden Fall in den letzten paar Parts weitergekommen, als ich es geglaubt hätte. So rum. Gerade bei den Zombie-Sachen. Da ich die Zombie-Farm sowieso irgendwann mal bauen wollte. Beziehungsweise, wann wollte ich die eigentlich bauen? Ich glaube, das ist auch schon fast 20 Parts her. So, den Hopfen nehme ich gleich mit. Moment. Das ist blöd. Da haben wir gerade keinen Platz für den Hopfen. Ja, die Spattungssekunde hätte ich schon mal verkaufen können. Naja, bauen wir unseren Stand hier oben. Okay, Burger und Bier. Allerdings nur die gute Qualität. Und auch nur die gute Qualität von Burgern. Das wird sehr, sehr teuer. Das finde ich gar nicht gut. So, einen Platz haben wir jetzt wieder frei. Heißt, wir nehmen die Hanfsamen mit. Hanf, sag ich schon, Hopfen. Stimmt ja, wir haben ja genau die 5 Hanfseile gehabt. Dann machen wir das hier rein. Den hier rein. Hopfen und auf höherer Qualität können wir auch schon fast anpflanzen. Das wird dann spaßig. So. Ich glaube, ich verkaufe die Bestattungssekunde noch schnell.
Und dann weiß ich gar nicht, was wir dann noch machen können. Beziehungsweise was wir noch machen sollten. Ich gratuliere, deine neue Kirche ist eine ziemlich große Sache für unser Dorf. Bald brauche ich neue Zimmer und Tische. Ja. Stimmt ja. Die normalen Hauptquests haben hier keine richtige Beeinflussung auf die Meinung von den Leuten hier. Obwohl uns Radrik gar nicht mehr richtig mag. Dadurch, dass wir jetzt eine eigene Taverne haben. Ich glaube, das haben wir schon mal festgestellt, dass es eigentlich niemand mag. Beziehungsweise, je mehr Quests wir erledigen, umso mehr in die Scheiße reinreiten. Da uns wirklich niemand mag. Nein, das heißt nicht. Okay. Puh, ich dachte kurz, das Spiel wäre abgeschmiert. Naja. Dann werde ich mal vorsichtig den Part hier an dieser Stelle beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst eine Wertung, dass euch gefallen hat. Wenn nicht so was, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Graphic Keeper wieder. Ciao.